So, ich habe jetzt mal die Bewerbung der Praktikanten für das komplette nächste Jahr zusammengestellt. Möchten Sie gerade mal einen Blick reinwerfen? Ach, seien Sie so nett und lesen Sie es mir immer vor. Also, das ist der Herr Martin, 19 Jahre, Abiturient, sehr gute Noten. Und seine Bewerbung macht auch einen sehr ordentlichen Eindruck. Wann ist er geboren? Geboren am 3.10.2001. Und möchte wann bei uns Praktikum machen? Praktikum am liebsten 4 Wochen im April. Nee, das geht nicht. Nächsten? Passt nicht. Dann hätten wir die Frau Rieshorst, 20 Jahre Studentin, bereits im 2. Semester, einige Praktika auch in unserem Bereich. Notendurchschnitt 1,2. Wann ist sie geboren? Geboren am 5.01.2001. Und möchte bei uns Praktikum machen am? Sie würde gerne ein 3-monatiges Praktikum machen, und zwar ab September. Nee, das geht nicht. Den nächsten. Okay, dann haben wir den Stefan Müller, 16 Jahre, Schüler aus Bottrop, möchte gerne ein Schulpraktikum machen. Okay, wann ist der geboren? Er ist geboren am 2.3.2005. Ja, das passt. Den nehmen wir. Okay. Nächsten? Ja, genau. Also wir ja, das waren jetzt alle. Mhm, super. Aber jetzt hätte ich ja doch noch mal eine Frage, rein aus Neugier. Bitte. Sie haben jetzt immer nach dem Geburtsdatum entschieden, wen Sie für das Praktikum akzeptieren und wen nicht. Genau. Hat das was mit dem Horoskop zu tun? Natürlich nicht. Nein. Mich interessiert immer nur, wer während seines Praktikums Geburtstag hat. Die bringen nämlich mal Kuchen mit. Cool, stimmt. Kommst du her? Hast du Video schon geliked? Eddie, sei mal ein bisschen freundlicher zu den Leuten. Wir wollen die Menschen doch für uns gewinnen. Also, Video schon geliked? Wenn nicht, schnell nachholen und mit allen Freunden teilen, die du magst. Richtig. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann teil es mit allen Leuten, die du nicht magst. Und abonniere unseren Kanal. Richtig.